Die Gemeinde Oldendorf und die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft OSG haben in einer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft gemeinsam bedeutende Bauprojekte realisiert. Ob sozialer Wohnbau, Pflegezentren oder die Förderung der Zusammenführung von Generationen, die gute Kooperation zwischen der Gemeinde und der OSG wurde kürzlich in einer Pressekonferenz hervorgehoben. Die Pressekonferenz fand in Anwesenheit des Oldendorfer Bürgermeisters Wolfgang Sodo, des OSG-Obmanns Alfred Koller sowie mehreren Vertretern der ausführenden Baufirmen statt. Die Atmosphäre war von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt, was die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der OSG deutlich unterstreicht. Nach der Pressekonferenz begaben sich die Teilnehmer auf eine Besichtigungstour, bei der bereits fertiggestellte Gebäude sowie laufende Baustellen begutachtet wurden. Die hohe Qualität der Bauausführung und die sichtbaren Fortschritte beeindruckten die Anwesenden und zeugten von der Professionalität der involvierten Baufirmen. Jo, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Freut mich natürlich, dass unserer Einladung gefolgt sind. Die Medienvertreter, aber vor allem auch die Partner der OSG und auch der Gemeinde Oldendorf. Ich glaube, es gibt uns auch Anlass, so unter dem Titel Tue ich Gutes und sprich darüber, doch unsere langjährige, eigentlich jahrzehntelange Zusammenarbeit und Partnerschaft ganz einfach auch zu sagen. Und traue mir ganz einfach sagen, dass sie unsere Gemeinde gut, sehr gut entwickelt hat. Und dafür verantwortlich, mitverantwortlich ist sicherlich auch die Partnerschaft der OSG und alle, die dort auch in Oldendorf tätig sind. Wenn man so gut entwickelt, was war es das letztendlich? Aufgrund der Region, wo wir sie im Südburgenland befinden, sage ich jetzt einmal, haben wir doch einen stetigen Anstieg unserer Einwohnerzahlen, sind in der glücklichen Lage, dass wir die Kinderbetreuungseinrichtung dreigruppig führen dürfen. Auch die Volksschule haben wir eine dreiklassig. Ja, und letztendlich, sage ich jetzt einmal, vom Kind weg eben bis hin zur Pflege haben wir das Pflegekompetenzzentrum auch in der Partnerschaft mit der OSG gemacht, als Betreiber der Arbeiter Samariterbund. Ja, und wenn man sagt, dass man dort grundsätzlich diesen Bogen auch schließt, wo es ist eigentlich alles entstanden, es ist doch im Jahr 2000 ist eigentlich mehr oder weniger der Grundstein gelegt worden, dem sozialen Wohnbau hier mit der Partnerschaft der OSG, wo wir gestartet haben, wo wir insgesamt doch dann letztlich 10 Häuser gebaut haben mit 42 Wohneinheiten, sage ich jetzt einmal, auf den Standort Richtung Mittermühl. Das war eigentlich, am Anfang war es ein bisschen holprig, da waren andere Gemeinden uns eigentlich voraus, wo es eigentlich diese Wohnhausanlagen, Bauten mit der OSG oder mit Träger gegeben hat. Das hat sich an und für sich, ich war damals an und für sich ein junger Gemeinderat, das hat letztendlich sehr holprig begonnen, aber man kann sagen, die schwersten Geburten werden oft die schönsten Kinder, so unter den Titel, sage ich jetzt einmal, haben dann letztendlich, haben uns entschlossen, die OSG mit der Gemeinde letztendlich das Areal des ehemaligen Betonwerkgärtners, das doch 2 Hektar groß ist, wo wir dann gemeinsam 2/3 die OSG erworben haben von diesem Areal und 1/3 die Gemeinde Oldendorf und das sich letztendlich sehr gut hervorragend entwickelt hat und ich muss ja sagen, doch im Herzen der Gemeinde war es für uns natürlich ein großes Anliegen, das große Areal, das ehemalige Betonwerk Gartner dann letztendlich, wie wir es erworben haben, letztendlich dann war eine große Herausforderung, war zu 90% versiegelt, mehr als versiegelt, sage ich jetzt einmal. Da war ein Beton, kann man sich auch vorstellen, wie das Betonwerk entstanden ist, hat der Beton im Prinzip ja nichts gekostet und letztendlich war das sehr
im Morast dort drinnen. Aber was noch viel, viel schlimmer war, war eigentlich, dass dort der Dürrebach und der Haxbach zusammenkommen und letztendlich immer das erste Nadelöhr war, was eigentlich immer überflutet ist geworden. Und das war eigentlich, mehr oder weniger, haben wir 2 Jahre den Hochwasserschutz eigentlich dort sichergestellt, auf den beiden Bächen, den Haxbach und den Dürrebach, Einflussbereich doch von Kemmerton über Litzelsdorf kommend, und haben dort eigentlich sichergestellt, und das hat sich auch bewiesen, es hat ja letztendlich auch die letzten Jahre jetzt enorme Niederschläge gegeben, dass eigentlich das Hochwasserprojekt, vor allem diesen neuen Wohnwag am ehemaligen Betonwerk Gartner, eigentlich standhält, und haben dort überhaupt keine Probleme gehabt. Ja, darüber hinaus habe ich schon angesprochen auch, dass man natürlich auch am Pflegestützpunkt, wo ursprünglich waren das 29 Pflegebetten, dort wo sie das Land Burgenland ja in der Pflege grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, wurde geschaffen, dort vor 3 Jahren zu sagen, wir stocken das Pflegekompetenzzentrum auf 65 Pflegebetten auf, 60 Langzeitbetten, 5 Kurzzeitpflegebetten. Ja, das ist so einmal der große, kurz einmal gesagt, was eigentlich hier geschehen ist, in wenigen Worten, in kurzer Zeit, aber natürlich mit der Partnerschaft der OSG, aber vor allem auch alle, die was dazugehören, sage ich letztendlich, bin ich sehr dankbar und darf heute ja das zum Anlass nehmen, mich bei dir, Fredi, Vertretung der Mannschaft und der ganzen Belegschaft der OSG, aber vor allem auch der Partnerschaft, der alle, was dabei sind, dass hier hervorragende Arbeit geleistet wurde und wird. Und letztendlich sage ich jetzt einmal, aber Direktor Koller wird das sicherlich noch ausführen. Machen wir ja nicht einen Schlussstrich, sondern wir blicken ja nach vorne und haben dort einige Projekte ja noch vor, wo wir in der glücklichen Lage sind, dass die alle sehr gut angenommen werden. Gehört viel dazu, die Infrastruktur gehört dazu, viele, viele Dinge, sage ich jetzt einmal, die sehr zukunftsweisend sind, ob das jetzt die Anbindung dieser neuen Wohneinheiten mit Glasfaser-Internet-Anschlüssen bis hin, wo die OSG sowieso Vorreiter ist, im Bereich der erneuerbaren Energie, viele Dinge, die was anderen für sich dazugehören. Aber ich glaube, gerade dort, in Zeiten wie diesen, wo wir eigentlich immer wiederum sagen, so weit wie möglich nicht zu versiegeln und Flächen wieder zu beleben und aufzumachen, sage ich jetzt einmal, sind wir sicher vorbildhaft. Das haben wir jetzt da erst vor wenigen Tagen, wo die Abteilung, die Landesregierung gerade dieses Beispiel sehr positiv bewertet hat. Gut, herzlichen Dank. Ja, danke Wolfgang, danke dir als Bürgermeister und als Freund Olmder für seine Gemeinde, die mir persönlich sehr nahe steht und ich dieser Gemeinde sehr nahe stehe. Ich habe 3,5 Jahre hier Fußball gespielt im unmittelbaren Nahbereich des Pflegekompetenzzentrums. Man kann auch sagen, ich war Tormann und habe nicht Fußball gespielt. Ist egal, ich war halt in diesem fußballerischen Geschehen eingebunden und es waren 3,5 großartige Jahre, das muss ich schon sagen. Und das merke ich immer wieder, wenn ich jetzt mich in Olmdorf bewege, was hier noch immer an Kontakten und teilweise an Freundschaften ist. Das ist aber nicht der Grund, es ist natürlich auch erfreulich, aber nicht der Grund, warum wir heute für heute geladen haben. Für heute haben wir geladen, weil Olmdorf tatsächlich mehreres verwirklicht, was uns als OSG wichtig ist. Und zum Zweiten, weil wir, und daher wirklich danke, dass diese Partner, die praktisch am Beginn eines Projektes stehen, heute da sind, weil wir auch Optimismus verstreuen wollen. Ich glaube, und speziell auch die Herren, ich glaube, im Baugeschehen nur die Herren Redakteure sind Frauen auch, aber die Herren, die heute hier sind, wissen, wovon ich spreche. Wir haben in Olmdorf Projekte realisiert, die tatsächlich, und Wolfgang hat es gesagt, genau das verkörpern, was uns wichtig ist. Wenn ich denke, und viele von euch werden das Gartenareal noch in Erinnerung haben, was dort war und was jetzt dort ist.
dass das insgesamt das Gelände, das Werk für Olbendorf einmal wichtig war, ist überhaupt keine Frage. Aber dass es dann eben ausgedient hat und jetzt bereits, wo knapp die Hälfte des Bauvolumens erreicht ist, das geplant ist, was jetzt hier ausgestrahlt wird, ist tatsächlich unserer Strategie entsprechend, nämlich Bauen im Zentrum, dass für die Gemeinde de facto keine zusätzlichen Infrastrukturkosten entstehen, Nachnutzung von Gebäuden, die andere Widmungen hatten und jetzt eben dieser Widmung Wohnungen zugeführt wird, Vermeiden von Bodenversiegelung und von Zersiedelung am Ortsrand, also Stärkung des Ortskerns, das alles wird hier mit diesem Projekt am Gartenareal verwirklicht und genauso ist es aber in Wirklichkeit auch, weil das auch ins gewachsene Gefüge gebaut wird beim Pflegekompetenzzentrum. Das heißt also, dieses strategische Bauen ist etwas, das Olbendorf sinnbildlich für viele, viele Projekte verwirklicht und aus dem Grund war einmal von uns der Wille da, das auch zu dokumentieren. Es ist jetzt auch in einer Broschüre, in einer Aussendung des Landes, glaube ich, Olbendorf beispielhaft erwähnt, für Bauen, wie es heute tatsächlich dem Zeichen der Zeit entspricht. Das Zweite ist ganz einfach die Tatsache, dass wir in einem Ort, der knapp 1500 Einwohner hat, aktuell mit dem Vorjahr, mit dem künftigen Jahr, mit dem neuen Jahr, circa 11,6 Millionen Euro verbauen werden. Das heißt also eine Größenordnung, die doch beachtlich ist und für so manchen Bauträger wahrscheinlich die Hälfte des Bauvolumens eines Jahres darstellt. Also wir haben hier Maßnahmen gesetzt und wir dürfen Sie einladen, das, was ich hier dann oder was Wolfgang schon gesagt hat, dann auch näher zu erläutern. Wir haben hier tatsächlich Akzente gesetzt, gemeinsam. Wir haben hier dafür gesorgt und daher noch einmal danke vor allem auch an die Planer und an die Ersten auf der Baustelle, an die Baufirmen, dass ihr heute gekommen seid, weil wir das eben beispielhaft auch bringen wollen, dass hier Bauvolumen in burgenländische Firmen investiert wurde und das wiederum gestärkt hat, einerseits natürlich die Wirtschaftskraft der Region, aber natürlich auch den Arbeitsmarkt. Und genau das ist uns wichtig, dass wir jetzt, genau jetzt, wo kein Tag vergeht, wo ich nicht einen Zeitungsbericht auf den Tisch bekomme, wie sehr die Bauwirtschaft im nächsten Jahr leiden wird. Das ist tatsächlich der Feuer und ich glaube, wenn ich die beiden Planer anschaue, Matthias und Toni, wir wissen, wovon wir reden. Die Planungsaufträge werden de facto weniger und was dann weniger an Planung kommt, geht dann weniger in Bau und die Baufirmen, und wenn ich eben die Freunde von Bauer Christian anschaue, Michael, wissen auch, wovon ich rede. Wenn es Zahlen gibt, ich habe es nicht verifiziert, aber das, dass man sagt, der Einfamilienhausbau ist in Größenordnungen von 60-70% zurückgegangen. Was dann möglicherweise tatsächlich in dieser Größenordnung ist, weil ich von den Banken höre, dass der Privatkundenbereich um 60-70% eingebrochen ist. Das heißt also, das sind Dinge, die tatsächlich ein Problem bedeuten können. Servus Jörg. Jörg hat noch eine Besprechung gehabt mit dem Nachwuchs am Bau Sezera, mit der HTL Binkerfeld. Das ist uns auch wichtig, dass wir hier unser Wissen weitergeben. Und daher ist er mehr als entschuldigt, weil er einen Termin jetzt mit dem Herrn Professor Wagner, Tommy, und seinen Schülern gehabt hat. Ja, also wie gesagt, und genau das wollen wir heute zum Ausdruck bringen. Jo, es stimmt. Die Baukosten haben uns zugesetzt, die Baukostenexplosion, die mit Corona begonnen hat, war tatsächlich ein Riesenproblem. Eigenartigerweise haben wir dieses Problem aber wirklich sehr gut gelöst, weil damals die Zinsenlandschaft noch in Ordnung war. Mit Zinsen von 0,75, teilweise sogar ein wenig drunter, selten darüber, haben wir diese Explosion, die in der Größenordnung von 30-35% innerhalb von 1,5-2 Jahren war, also um ein Drittel, haben wir das gut aufgefangen. Im Gegenteil, wir haben das höchste Bauvolumen geschrieben, das wir in unserer Geschichte je hatten. Also wir haben Bauvolumen gehabt im Jahr 2022 von 183 Millionen Euro im Neubau. Das ist der höchste Wert aller gemeinnützigen, aller 185 gemeinnützigen in Österreich. Der jetzige Stand im heurigen Jahr ist nicht viel geringer. Warum?
weil der Auftragsüberhang aus dem Vorjahr noch zum Tragen kommt. Aufträge, die ich voriges Jahr im Juni, Juli, August, September vergeben habe, sind sehr häufig erst jetzt umsatzwirksam geworden, indem eben der Installateur, der Elektriker und der Bodenleger jetzt diese Aufträge ausgeführt hat, die wir im Vorjahr vergeben haben. Aber heuer ist das Auftragsvolumen deutlich zurückgegangen. Und das bedeutet, im nächsten Jahr wird es einfach weniger Baustellen geben. Das ist Tatsache. Nur sage ich dann wieder, nachdem ich ein Positivdenker bin, erstens einmal, das waren tatsächlich Extremwerte. Und wenn wir sagen, wir fallen runter auf ein Bauvolumen von 110 bis 120 Millionen Euro, dann würden der Großteil der Bauträger noch immer sagen, Wahnsinn, so viel. Natürlich, wenn ich auf 180 war, ist 120 wenig. Oder weniger. Aber wie gesagt, es ist Jammern auf hohem Niveau. Und das Bauvolumen, das sich aufgrund von Projekten, aufgrund von Anmeldungen realistisch und auch natürlich wieder mit positivem Denken umsetzen lässt, das starten wir. Und wir haben heute, darum auch der Blick zum Toni Holzer und zum Jörg, wir haben heute Vormittag schon besprochen und übrigens der Bürgermeister hat den Termin bestätigt, den Spatenstich eines großen Reihenhausprojektes in Oberwart mit 52 Reihenhäusern, erste Bauetappe 14 Reihenhäuser. Das heißt also, auch hier wieder das Signal, wir wissen, dass schwer wird. Aber wir wollen es nicht, indem wir uns auf die sichere Seite begeben und sagen, ja, tun wir mal sicherheitshalber nichts, vielleicht ist die Nachfrage nicht ganz so und warten wir ab das neue Jahr. Wir wollen diese schwierige Situation nicht noch verschärfen, wir wollen sie entspannen. Und daher auch heute, das werden wir dann sehen auf der Baustelle selbst, die Aussage, das im Herbst zurückgestellte Projekt Betreutes Wohnen wird im Frühjahr gestartet. Da reden wir immerhin von 2,5 Millionen Euro Bauvolumen. Und gestartet wurde, wo ist der Christian, der Bauteil 3 des Wohnprojektes, erst vor kurzem, vor 14 Tagen, 3 Wochen, ist diese Baustelle eingeleitet worden. Weil wir gesagt haben, okay, jetzt Baubeginn, Ende 24, vielleicht erstes Quartal 25 und bis dorthin rechnen wir, dass sich die Situation entspannt hat, ist dann Fertigstellung. Natürlich könnte man sagen, warten wir, bis sich alles wieder bessert hat, nur dann wird es vielleicht den einen oder anderen nicht mehr geben. Und genau das wollen wir vermeiden. Wir wollen, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, dass die Arbeitsplätze dieser Firmen hier erhalten bleiben, von der Planung bis zum Gärtner. Und dieses Gefühl, dieses optimistische Gefühl, ist der zweite Grund, neben dieser Bilanz, die für eine Gemeinde in dieser Größenordnung wirklich ganz großartig ist, neben dieser Bilanz, die wir für Olmdorf gemeinsam schreiben können. Es ist auch nicht selbstverständlich, wenn ich mir anschaue, heutzutage Bauverfahren, der damalige Bürgermeister von Olmdorf, der Toni Fetz, hat das Grundstück neben ihm, unmittelbar neben ihm, zum Baugrundstück für uns gesucht. Heutzutage hast du Einsprüche, wenn einer 150 Meter weit weg ist, glaubt, dass sie das ist schon zu nah. Der hat gesagt, wir starten und damit wir starten können, das Grundstück neben mir. Und das musst du aber heute wirklich suchen. Das war der Start. Es ist dann Minotto unvermindert weitergegangen und du hast das Tempo nicht nur aufgenommen, sondern auch verschärft. Wolfgang, und dann entsteht sowas wie jetzt, dass wir sagen, wir haben jetzt in Olmdorf 61 Wohnungen und Reihenhäuser. Wir haben bei uns in unseren Wohnungen, in unseren Reihenhäusern knapp 150 Leute. Naja, das sind 10% der Bevölkerung in dieser doch relativ kurzen Zeit, die bei uns wohnen. Und das ist eben möglich, und jetzt komme ich wieder auf den Eingang meiner Aussagen zurück, weil es einfach zwischen der Gemeinde und der OSG und zwischen den Handelnden der Gemeinde, das war beim Toni so, das war beim Otto und jetzt im Besonderen so, weil es einfach gepasst hat. Und ich habe schon gesagt, wenn du 3,5 Jahre gespielt hast, in Wirklichkeit habe ich noch einen Monat schon gewusst, dass das ein besonderes Volk ist, das Ulmdorfer, wie bei der Hochzeit von Janis Stefan, um 6:30 die Leute am Tisch oben waren, aber nicht um 6:30 in der Früh, sondern am Abend, ist schon losgegangen, aber ich wusste, das sind anders. Und es war einfach schön und es ist jetzt eben dieses Gefühl noch immer da. Ja, wirtschaftlich betrachtet, es ist tatsächlich viel geschehen. Es geschieht hier viel und für mich ist das Ausdruck dessen, dass wir positive Impulse versenden wollen, dass wir einfach sagen wollen, den Bau im Burgenland ist es schon mal besser gegangen, aber wir machen weiter, wir sagen, dass es weitergeht und dass der Bau im Burgenland nach wie vor ein Konjunkturmotor, nicht ganz mehr die Konjunkturlokomotive von der Corona-Zeit, aber immer noch ein Motor der Konjunktur ist, und das wollen wir eben auch heute mit dieser Einladung
zur Projektbesichtigung des Geschehenen und vor allem des in Umsetzung Befindlichen. Ich glaube, Mikl, du baust die vier Reihenhäuser, die zwei Doppelhäuser, Petrakowitsch-Gall, wo wir im Rohbau sein und im Sommer des nächsten Jahres fertigstellen werden, dann die vom Christian Baufirma Schwarz gestartete Baustelle mit der Stiege 3 mit 6 Wohnungen und eben das im Bau befindliche Pflegezentrum, das wirklich Dimensionen hat mit dem im Frühjahr zu startenden betreuten Wohnen. Also danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war relativ kurzfristig, wo wir das telefonisch vereinbart haben, der Herr Bürgermeister und ich. Und es ist nicht selbstverständlich. Wir sind ja doch schon, wir nähern uns schon der sogenannten ruhigen Zeit, dass ihr euch frei machen habt können. Ich glaube, der Wolfgang hat dann auch vor, dass wir uns nachher, das sind 60 genau, nicht viel gefeiert, dass wir den noch als Abschluss, sozusagen Abschlussfeier, als würdige Abschlussfeier, oder? Dass wir den noch feiern. Kann man das so sagen? Ich will natürlich einladen. Die ganze Wahrheit ist, dass dort der Wein an und für sich schon so lange gelagert. Das Überblick ist, bevor es den Weg schätzt. Und der Stieb ist doch auch jetzt von der Entsorgung sehr, sehr kostspielig und teuer ist. Haben wir gesagt, nein, für die Partnerschaft sage ich jetzt einmal, im Anschluss dürfen wir einladen, aber einen ehemaligen in einem Bauernhof, war nicht mehr oder weniger wie ein Futterkeller und haben wir dann letztendlich den als Weinkeller umfunktioniert und da hat mich gefreut, wenn es der Einladung gefällt und dass wir dort vielleicht ein Glasl miteinander trinken könnten. Als kleines Zeichen des Dankes, aber weil der Fredi das schon so betont, die Partnerschaft und vor allem seine sportliche Karriere haben wir auch zu verdanken, dass wir natürlich damals in die Landesliga mit dem Fredi aufgestiegen sind. Das war dann eine Burgenland-Rundfahrt. Ja, es war halt leider wirklich, glaube ich, einer der stärksten, damals hat Mattersburg Eisenstadt in der Landesliga gespielt und wir sind sehr rasch wieder auf den Boden der Realität gelandet, aber trotzdem wurden dort mal in der Landesliga. Ein Jahr vorher waren wir fast noch gestiegen. Ja, aber es war schön was. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Und vor allem waren wir noch in der sogenannten Gruben, da waren die Zuschauer auf Seiten und wenn du beim ersten Spiel 1400 Zuschauer hast, die sich dort auf der Gruben drängen, das war schon ein besonderes Gefühl. Und gegen Eisenstadt 1600 Bälle, weiß er, wer ein Tor durch die Füße kriegt. Aber ja, ist wurscht. War's schon, ja. Nein, deppert, Freistoßtor. Aber weißt du, an das erinnert man sich. Ich würde mir so gerne an die Gruben suchen, aber möglicherweise wollen kann. Gut, war nein, glaube ich. Ja. Aber jetzt würde ich bitten und du sagen, dass wir tatsächlich die zwei Baustellen anfahren. Ich möchte es dann schon auch ein bisschen in Bauberichte, was eben diese Projekte betrifft, verfasst wissen. Und daher sollten wir schon, solange man auch schönes Licht um die Sonne ausschaut, dass wir uns auf die Baustellen begeben, der jeweiligen Herren. Übrigens, Toni Holzer war mit BPM Planer vom Pflegekompetenzzentrum und ist hier eingestiegen sozusagen in der zweiten Bauetappe mit seinem Team. Und der Matthias ist der Planer für das Areal Gartner. Vom ersten Bauabschnitt Wohnungen über den zweiten Abschnitt die vier Reihenhäuser, zweites Wohnhaus Wohnungen und jetzt wieder Wohnungen und die zweite Etappe Reihenhäuser. Also da ist wirklich was passiert, das beispielhaft ist. Statt eines Gewerbebetriebes, der wichtig war für die Region, die im Endeffekt zugemacht hat, dieses Wohnareal, diesen Wohnpark Gartner. Gut, danke Herr Redenfeld.